Berichte aus nah und fern war das Telekom-Golf-Turnier in Köstenberg bei Velden. Dabei galt es für die Golfer, so manches Handicap zu überwinden, und das Kärnten heute Dabei-Team hat sie im Stillen beobachtet und ließ sich auch ein bisschen Pariser Flair um die Nase wehen. Denn in der Klagenfurter Osterwitzgasse, da konnte man Künstler aus 12 Nationen bei der Arbeit genauso wie am Montmartre beobachten. Die Osterwitzgasse in der Klagenfurter Innenstadt wird bis 25. August in ein kleines Montmartre verwandelt. Täglich, außer Samstag, Sonntag, treffen sich Künstler aus aller Welt und arbeiten vor Publikum. Nachdem es in der letzten Zeit so geworden ist, dass also die Leute nicht mehr so gerne in die Galerien gehen, haben wir gesagt, dann gehen wir mir einfach mal zu den Leuten. Wenn das so halbwegs klappt, werden wir es wieder machen, weil die Galerien werden immer leerer, man fühlt sich nicht wohl. Und ich denke mir, dass auch das Gespräch zwischen Künstler und Käufer sehr interessant ist und dass das wieder stattfinden soll. Man kann mit den Leuten reden, die können zuschauen, sie können sich informieren. Es ist sicher ein Traum, also es ist toll. Für mich ist es auch so schön, weil so viele Leute da sind. Dann geht es auch automatisch gut, weil auch andere so viel malen. Dann arbeitest du auch selber noch viel lieber, weil du von überall inspiriert wirst, wenn du jetzt mit den Leuten redest und so. Ist voll schön. Es ist das erste Mal, dass ich mit vielen anderen Künstlern im Freien arbeite. Das Publikum plaudert mit uns und es ist sehr interessant. Endlich einmal, dass in diese Richtung etwas gemacht wird, weil wir sind ja eigentlich ein Nackerpatzel auf dem Gebiet der Kunst und der Kultur, muss ich sagen, leider Gottes. Ich bin ein Salzburger, aus einer Kulturstadt, und ich bin begeistert, dass so etwas geschaffen wurde. In Paris auf der Straße, auf dem Montmartre, Kleinigkeit essen. Und die Künstler um sich herum. Und natürlich die Musik war auch sehr toll. Also ich finde, das ist eine total gute Idee. Und es ist einfach schön. Es belebt. Und ich freue mich richtig, dass ich dort bin und dass ich mir das anschauen kann. Bei den hochsommerlichen Temperaturen können diese Künstlerabende recht hitzig werden. Denn es ist für jeden Besucher ein Augenschmaus dabei. Weltspitze-Golfer sind in Kärnten kaum zu finden.